Einfach das gesellschaftliche Problem liegt darin, Pulver nicht reinkippst, ist mir egal, ich muss es ja nicht machen. Ja. Was sind das denn für Aussagen? Ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen übergriffig. Da dreht die Diätkultur ja mal richtig frei. Es gibt kein Reset um 0 Uhr. Das ist einfach faktisch falsch. Das, meine Freunde, ist die Doppelmoral der Hater. Die diesen Satz auch nie hören, aber so ein bisschen sass. Moin, was befähigt mich zu diesem Video? Ich weiß es selbst nicht ganz genau, beziehungsweise ich beobachte das seit Jahren aus der Ferne. Ich habe mir die letzten Monate viele Gedanken darüber gemacht. Ich glaube, dass das ein Thema ist, was alle so ein bisschen unterbewusst immer wieder tangiert, solange sie sich in den sozialen Medien aufhalten. Und ich habe ein sonniges Plätzchen gefunden. Gerade ist die Sonne hier, man sieht es, die ist gerade so zwischen meinem Fenster, deswegen sieht man sie gerade nicht. Ich habe gerade den geilsten Cookie seit langem wieder gegessen. Ich habe ein Jahr darauf gewartet, das ist mit weißer Schokolade. Wenn ich sagen müsste, es gibt einen Keks mit so Kinderschokolade drin, er wäre es. Und heute mag ich mich mal dem Thema annehmen, was ein ziemlich großes Thema ist. Und ich beschäftige mich mit Ansätzen davon aktuell auch in der Uni. Der Faktor soziale Medien, der nicht außer Acht zu lassen ist. Also das ist, dazu habe ich sehr, sehr viel zu sagen. Auch die Doppelmoral dahinter, Marketing für bestimmte Produkte, dann noch die schlechte Nachricht auch. Und das Argument, Sport ist doch eigentlich gesund. Wieso wird es denn jetzt hier auf einmal so out-argumented? Wieso ist das immer alles so schwarz-weiß? Das schauen wir uns heute jetzt ein bisschen an und ich will gar nicht so lange drumherum reden. Ganz kurz, was meint überhaupt Bewegungszwang? Weil voll oft ist es ja so das Ding, dass man so denkt, ja, bei mir ist das nicht so schlimm. Es gibt andere, die sind ja wirklich sportsüchtig und so. Und ich glaube, wichtig ist es abzugrenzen, genauso wie bei vielen anderen mentalen Krankheiten, dass es ja nicht unbedingt am Pensum liegt, wie viel Sport man macht, sondern am Gedankengut dahinter, also die Einstellung dazu. Und darum soll es auch heute ein bisschen gehen. Es kommt nicht drauf an, ob du Stunde X Sport machst und ab da ist es dann ein Problem. Klar, das kann ein Symptom daraus sein, was daraus so resultiert, aber es ist nicht das, woran ich das festmachen würde. Und sobald du einen Schritt gehst, der irgendwie nicht von gesundem Maße geprägt ist, könnte man darüber nachdenken, ob man daran arbeiten möchte. Und es hängt nicht davon ab, ob man jetzt X Stunden Sport macht. Allgemein muss man aber auch dazu sagen, gerade in Verbindung bei Leuten, die ein Problem mit dem Essen haben oder im Defizit sind, hat das schon auch seine evolutionäre Begründung, würde ich es mal nennen, weil der Körper sozusagen alle anderen Kräfte, die er noch irgendwie hat, mobilisiert, um Nahrung zu finden. Und auf dieser Futtersuche, ja, hat man das Bedürfnis, eben ein bisschen rumzuwandern, weil unserem Urgedächtnis noch nicht so geläufig ist, dass man einfach nur zum Kühlschrank gehen könnte, im besten Fall, und dort die Hungerkrise beenden kann. Dadurch kommt das so ein bisschen. Wie unterbricht man das? Richtig, indem man aus dem Defizit kommt und seinen Körper wieder in diese Sicherheit reinbringt. Das steht aber ein bisschen frei, würde ich sagen, auch noch von dem Verhältnis, was man dann zum Sport pflegt. Weil alles, was man zumacht, egal welche Kompensationsmethode man da nutzt, so kann man sich natürlich dann Gedanken darüber machen, ob man diese beibehalten möchte oder nicht. Das möchte ich auch in Anführungszeichen setzen. Ich zwinge hier niemanden, irgendwas zu tun. Das ist mir eigentlich Schnuppe, wer wie lebt. Natürlich liegt mir das Wohl der Allgemeinheit am Herzen. Deswegen gibt es dieses Video. Aber allgemein werde ich niemanden zu irgendwas zwingen können. So, das ist leider so. Ich kann auch den Weg leider für niemanden gehen. Trotzdem ist es mir aber wichtig zu betonen, dass es eben nicht nur auf die Verhaltensweisen drauf ankommt, sondern vor allem auch auf das Mentale dahinter. Und das ist ja auch viel, was dann sich in die sozialen Medien ummünzt, was dann auch häufig verurteilt wird oder wo Leute meinen, es müsste jetzt verurteilt werden, weil sie da was sehen, was andere nicht sehen und oh, ganz schlimm. Aber dazu komme ich gleich, weil dazu habe ich, ich glaube, das ist fast mein größter Block. Ich werde so Kapitel machen, dann kann man sich das hier ein bisschen alles einteilen. Ja, werde mich vielleicht auch selbst noch ein bisschen exposen, aber zu dem Vergleichen komme ich auch gleich noch im Zug von Social Media, aber wichtig ist, glaube ich, für das ganze Video zu wissen, meine Realität ist nicht deine Realität. Deine Realität ist nicht die Realität von dem Account, den du auf Social Media siehst und dich immer damit vergleichst und dich fragst, warum ist das bei der Person so perfekt? Du kennst die Person im meisten Fall wahrscheinlich nicht mal und selbst wenn, bist du nicht rund um die Uhr bei ihr, du weißt nicht, wie sie lebt, du weißt nicht, was sie für einen Lebensstil hat, wie aktiv der Job ist, was sie sonst so treibt den lieben langen Tag. Deswegen ganz schwierig, immer Urteile zu fällen. Ich habe mich auch super lange mit einer Person verglichen, hauptsächlich auf Social Media, die nicht ich war. Und dann habe ich mal so einen Blick hinter die Fassaden irgendwann geworfen und habe mir gedacht, okay, so rosig ist das gar nicht, wie das immer aussieht. Und ich habe mir wirklich oft den Kopf darüber zerbrochen und ich dachte mir so, was mache ich falsch, dass das bei mir nicht so perfekt ist und dass das bei mir nicht, ich sehe nicht so aus, ich weiß ich nicht, ne? Und ja, der Blick dahinter hat mich sehr, sehr, ja,
hat mich sehr erfrischt, muss ich sagen. Ich würde sagen, es war nie so mein Hauptthema. Das ist ja auch bei jedem ein bisschen unterschiedlich. Aber wie gesagt, ich will jetzt nicht genau über meine Symptomausprägung sprechen, weil das ist unwichtig. Fazit, ich habe eine Sportpause gemacht, obwohl ich auch lange gedacht habe, ja, nee, kriege ich ohnehin. Und wahrscheinlich denkst du jetzt das genau das Gleiche. So, ja, brauche ich nicht und so. Für mich war es der richtige Weg. Ich kann nur von meiner Realität ausgehen. Ich muss jetzt auch eine Weile drüber nachdenken, ob mir jemand einfällt, der tatsächlich mal keine gemacht hat. Fällt mir jetzt ad hoc niemand ein, aber kann ja alles sein. Ich möchte nicht sagen, das eine ist richtig, das andere ist falsch, weil ich glaube, das ist sowieso die falsche Herangehensweise bei dem ganzen Thema. Jedenfalls, ich habe das relativ lang gemacht. Also ich habe fast ein Jahr das so durchgehalten und dann kam bei mir so eines Morgens mal die Erkenntnis so, wow, heute könnte ich mal was machen. Und dann habe ich das gemacht und es hat mir auch Freude gemacht in dem Augenblick. Ich habe aber dann auch, das war dann so ein Einzelding und danach auch erstmal nicht mehr, weil ich wollte nicht direkt mir so eine Routine wieder auferlegen, einfach aus Angst, dass ich da wieder so ein bisschen zurück mich rein versteife. Und das habe ich jetzt eigentlich immer noch. Also ich weiß nicht, dass ich jetzt Donnerstag, Dienstag und Freitag irgendwas zu tun habe, weil das einfach, ich weiß nicht, das ist bei mir auch super tagesformabhängig, ob ich jetzt dazu Lust habe oder nicht, solche Sachen. Und was ich finde, was ganz, ganz oft vergessen wird, ist dieses Low Impulsive Movement oder sowas. Also so diese Alltagsbewegung auf jeden Fall. Das lässt sich ganz, ganz edel decken unter dem Deckmantel. Ja, ich muss ja irgendwie von A nach B kommen. Natürlich, es spricht auch gar nichts dagegen, dass man mal aufs Rad steigt oder was weiß ich macht. Es ist dann eher so dieses, ich will auch nicht zu viel sagen, aber so zum Beispiel extra die längere Runde nehmen oder so. Solche Sachen, wo man halt einfach weiß, das hat jetzt keine gesunde Motivation. Darüber habe ich auch mal in einer Podcast-Folge gesprochen. Der ist auch noch aktiv, den kann man überall anhören. Ich glaube, das ist so ein Hintertürchen, wo man sich sehr, sehr gerne reinflieht. Ich muss sagen, es lebt sich deutlich entspannter, eben nicht unter diesen ganzen Prämissen und Regeln und Zwängen und keine Ahnung was. Und jetzt habe ich heute aber was anderes gemacht und dann fühle ich mich schlecht. Was mich, glaube ich, so geheilt hatte, war meine Abi-Zeit und mein Gap-Year allgemein, weil das ja so ein bisschen freier in der Struktur, sag ich mal, war. Und auch jetzt im Sommer, dadurch, dass ich ja viel unterwegs war und viel gereist bin, das hat mir auch enorm viel mitgegeben, weil ich hatte dort jede Woche eine neue Struktur und immer anders. Und das hat mir persönlich sehr, sehr viel mitgegeben vom Essen und von diesen ganzen Sachen her. Ich muss sagen, das ist vielleicht auch ein Thema, das wollte ich gesondert nochmal ansprechen, weil ich auch da ein bisschen perfektionistisch an die ganze Sache gedanklich rangegangen bin und dachte, wow, das ist alles gelöst, nachdem ich ein bisschen gereist bin. Das ist vielleicht nochmal ein Ding für sich. Auch jetzt so mit der Uni ist auf jeden Fall nochmal eine Umstellung gewesen. Aber darum soll es heute nicht gehen, weil das schweift dann viel zu arg ab. Und ich muss sagen, mittlerweile habe ich einfach wieder mehr Freude daran. Also das merkt man. Ich finde, das macht einen deutlichen Unterschied und das merkt man auch. Ich kann das nicht genau beschreiben. Aber in dem Moment, wo man auch wieder Sachen findet, die einem Spaß machen und dann nicht diesen Hintergedanken gerade dabei hat, wie produktiv es jetzt gerade ist, was ich hier mache, ich glaube, dann merkt man, dass man auf einem ganz guten Weg ist. Und das sind so diese kleinen Erkenntnisse, glaube ich, im Alltag. Und deswegen finde ich so Vergleichen und Kommentieren da immer ein bisschen schwierig, weil woher will jetzt Person B wissen, was ich eigentlich gerade hier mache und was nicht? Was mir geholfen hat, war wie gesagt eine Sportpause. Ich habe das eine Weile lang gemacht. Und war für mich auch persönlich unvorstellbar am Anfang. Also ich dachte auch so, mein Gott, wie soll ich das aushalten? Und es war am Anfang auch gar nicht mal so toll, muss ich sagen. Aber es wurde wirklich besser. Also schon nach weniger Zeit, wenige Tage, wo das mal so ein bisschen durchbrochen wurde, wurde das wirklich besser. Also man merkt da wirklich schnell Fortschritte. Und bis es dann soweit ist, so das merkt man. Ich kann jetzt keinen genauen Rahmen sagen, wann man wieder anfängt. Oder man sagt, okay, im Normalgewicht kann ich wieder anfangen, weil ich ja vorhin gesagt habe, das ist ein mentales Ding. Und wenn in egal bei welchem Gewicht, es in deinem Kopf immer noch nicht normal ist, ja, dann weiß ich nicht, ob so zielführend ist, wenn man das halt einfach so fortführt. Also ja, weil dazu komme ich auch gleich zu diesen Accounts, die sich dann plötzlich ummünzen und dann sagen, du hast es einmal probiert und jetzt bist du süchtig. Und das ist so ein bisschen sus, finde ich, weil, also ich kann da ja auch nur von mir aus sprechen, aber manchmal, wenn ich das so angucke, wenn ich manche Sachen sehe, die mir so, und mein Blick ist original der. Also, ja, finde ich schwierig, solche Aussagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ohne dass, ich mein, finales Urteil kann ich mir darüber nicht fällen. Ich glaube, so als pauschale Aussage kann man sagen, man sollte diesen ungesunden Kopplungen eben nicht nachgehen. Also wenn du jetzt den Impuls hast, ich will jetzt XY machen und damit war nie irgendeine gestörte Kopplung da und du würdest es auch nicht gestört koppeln, dann ist das natürlich ein Vorteil, weil dann kann man das machen. Aber wenn du jetzt weißt, keine Ahnung, Sportart XY würde mich massiv daran erinnern, dann, keine Ahnung, such dir halt was anderes. So. Vielleicht ist es auch ganz gut, mal so zu hinterfragen, was sind überhaupt meine ganzen Quellen für dieses Wissen, was man sich angeeignet hat. Mein Lieblingsbeispiel dabei ist immer, dass so propagiert wird, Mandelmus wäre gesund, Erdnussmus wäre ungesund. Und ich denke mir so,
Merkst du selbst, ne? Also wer hat das gesagt? Ich habe da auch mal einen sehr interessanten Ausschnitt in einem Buch von jemandem, der eine Zertifizierung dazu hatte, gelesen. Und das fand ich ziemlich spannend aufgelistet, weil imagine, unser hochkomplexer Körper würde dann so merken, oh mein Gott, heute war es aber eine Erdnuss und keine Mandel. Direkt mal Alarm schlagen. Ja, weiß ich nicht, ne? Ob man das immer so, keine Ahnung, man denkt immer, der Körper ist eine Maschine und behandelt den dann auch so, sowohl in gestörtem Wege als auch auf dem Weg dann da raus, wenn man alles so perfektionieren möchte und einfach Hochleistung erwartet, obwohl wir einfach nur Natur sind am Ende. Und es findet kein Komplett-Reset um 0 Uhr statt, dass man sagt, bis um 0 Uhr muss genau das Gleiche gegessen haben und am nächsten Tag fängt alles von vorne an. So ist das nicht. Wir bilden ja eher so einen Durchschnitt, so einen Langzeittrend wie beim Wetter oder... Das ist nicht wie Wetter, das ist eher wie Klima. Wer jetzt in Erdkunde aufgepasst hat, der kennt den Unterschied. Mir persönlich hat es auch total geholfen, einfach so Sachen zu normalisieren, Nussmus zu normalisieren, weil es ist eigentlich sowas Gesundes, aber dann, ich hasse den Ausdruck gesund und ungesund, weil es voll oft falsch verstanden wird, aber voll oft auf Social Media gilt ja so Kalorien in gut und schlecht eingeteilt. Falsche Herangehensweise, also es ist halt einfach nicht unser Lebensziel, möglichst von wenig Kalorien auszugehen und möglichst viel daraus zu ziehen. Ich habe in der letzten Zeit auch so oft Sachen gesehen, das kannst du essen, wenn du heute nur noch x Kalorien übrig hast. Und ich denke mir immer so, okay. So ohne jetzt viel zu lange und detailliert darauf einzugehen, weil das ist unwichtig für das Video heute und es ist allgemein unwichtig, irgendwelche Details zu nennen. Da gab es ja letztens einen größeren Aufschrei auf Social Media. Awareness ist gut, auf jeden Fall. Aber es gibt einen Punkt, den Rubikon sollte man nicht überschreiten und dann irgendwelche Details nennen, die nicht ins Internet gehören, ungefiltert. Weil das sehr viele junge Menschen erreicht, die um jeden Preis sich das als Inspiration nehmen und sagen, egal, was das eventuell für Risiken haben kann, beziehungsweise werden die ja manchmal auch gar nicht direkt dargestellt. Ich werde im Moment in der Uni so dazu getriezt, mich präzise und wissenschaftlich auszudrücken. Das ist nicht meine Absicht. Und ich will mich auch nicht irgendwo auf eine Ebene stellen. Deswegen, I'm sorry, wenn mir das ein oder andere mal rausrutscht. Dadurch, dass es eben so ein aktuelles Thema ist, habe ich jetzt auch den Punkt gesehen, dass ich jetzt was dazu sagen möchte, auch wenn ich immer Respekt vor sowas habe, weil das ist ein unglaublich sensibles Thema. Man muss so aufpassen, was man sagt, ohne direkt in eine Schublade gepackt zu werden. Und das habe ich auch schon vor 2, 3 Videos mal angesprochen, wie sehr es mir immer vor sowas graut, dass ich falsch verstanden werde, dann verurteilt werde und man sich nicht normal unterhalten kann. Wobei ich die Erfahrung bisher noch nicht so gemacht habe, aber irgendwie ist es trotzdem immer so ein bisschen da. Deswegen be kind zueinander, aber ich freue mich natürlich trotzdem über einen Austausch. Den haben wir dann meistens, deswegen schätze ich das auch so, dieses Format hier, dass man unten drunter wunderschöne Kommentare schreiben kann. Deswegen, ich freue mich auf deine Sicht. Der dritte Punkt sind Marken. Das habe ich ja gerade eben schon angesprochen. Marken, die ein sehr eingeschränktes Marketing haben. Ich habe letztens auch ein Reel gesehen von einem Mädchen, was mal aus, ich sag mal, dieser Recovery-Bubble kam und dann irgendwie so, ach, ich kriege es gar nicht mehr ganz zusammen. Das war so, ja, irgendwie du warst einmal im Gym und jetzt bist du süchtig. Und ich dachte mir so, das hat einen komischen Beigeschmack, wenn man im Zuge der einen Sucht über eine andere Sucht spricht. Und also, weiß man ein bisschen, was ich meine? Ich meine, final kann ich natürlich nicht drauf schließen, aber es war schon ein bisschen komisch. Und zu den Recovery-Accounts komme ich auch gleich noch. Und jetzt kommen wir zum ganz großen Faktor Social Media. Den habe ich in verschiedene Facetten eingeteilt und wie gesagt, ich mache ja Kapitel. Also 3 Lager, die machen mich ein bisschen wütend und das Zusammenspiel davon ist noch schlimmer. Punkt 1, dieses Lager, was ungesunde Verhaltensweisen romantisiert und man die Schattenseiten nicht sieht. Es werden Verhaltensweisen Dinge geteilt, die so wahrscheinlich nur auf einen Mini-Bruchteil der Gesellschaft anwendbar sind, die gesund unter diesen Umständen leben könnten. Ich meine, es gibt Menschen, die brauchen viel Schlaf, es gibt Menschen, die brauchen wenig Schlaf. Das kann nicht von einem auf alle schließen, aber es gibt gewisse Verhaltensweisen und Dinge, die da ungefiltert in die Welt entsendet werden, was dann wiederum die Gefahr für junge Menschen darstellt, die sich so denken, oh komm, lass mal ein bisschen über gesunde Ernährung informieren, die dann einen Schwall an Infos kriegen, kauf dir dies, kauf dir das, kauf dir das. Und völlig den Bezug dazu zu verlieren, was vielleicht für sie individuell passend ist. Und dann denken, okay, dann muss ich das wie Person X machen und muss das genauso machen, weil bei der funktioniert es ja auch, also müsste es bei mir ja auch funktionieren. Aber man schließt so unglaublich schnell dann darauf, obwohl man die meisten Seiten ja gar nicht mitbekommt, logischerweise, weil das ist im Internet, das ist weit weg von einem selbst. Und selbst wenn es Person X damit gut geht, heißt das nicht, dass es mir damit auch gut geht. Und noch saurer, ich weiß gar nicht, ob es diese Steigerung gibt, aber noch saurer gemacht sind nämlich diese Menschen, die damit dann noch Heilversprechen abgeben und
in diesem Zug werben. Das ist basically verboten. Also ich studiere kein Jura, aber selbst das weiß ich. Das zweite große Lager sind die Menschen, die alles judgen, was denen irgendwie gegen den Strich geht. Und da kommen wir zur Doppelmoral. Es ist nämlich dieses, wie, du machst Sport? Und das ist ein unfassbares Schwarz- und Weiß-Denken. Wenn die bei Person X irgendwas sehen, was denen selbst gegen den Strich geht, weil die sich denken, oh, das darf jetzt aber nicht sein, das ist jetzt aber gestört, was sie macht und das ist jetzt aber dies. Und dann wird da angefangen, einen Beef zu starten. Und wenn du dir ernsthaft Sorgen um eine Person machst, dann schreib ihr eine Direktnachricht, aber shame sie nicht öffentlich dafür. Klar, Kritik üben, auch gar kein Ding, aber es gibt einen Unterschied zwischen Kritik und Hate. Und das haben viele Leute vergessen. Und sie haben auch vergessen, dass sie dieses blinde Verurteilen von allem, dass man gar nicht mehr zu Wort kommt, finde ich so unangenehm einfach. Es macht mir auch keine Freude. Niemand muss sein Leben lang bettlägerig bleiben, nur weil er mal ein Problem damit hatte. Für eine gewisse Zeit macht es vielleicht Sinn für die Person, das Verhältnis wieder ein bisschen mehr unter Kontrolle zu bekommen. Aber das ist nicht das Bier von anderen Leuten, das denen zu sagen, dass sie nach 3 Jahren, wie, du machst jetzt wieder Sport, ja, du bist bestimmt rückfällig geworden. Was sind das denn für Aussagen? Ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen übergriffig, muss ich ganz ehrlich sagen. Um jetzt mal ein Beispiel anzuführen, wenn ich jetzt Joggen hasse und ich habe voll die schlimme Connection mit Joggen und es würde mich an ganz, ganz viele blöde Sachen erinnern und jetzt sehe ich Person Y joggen und ich fange dann an, sie zu haten und sage, ey, wie kannst du joggen gehen, das macht dir doch gar keinen Spaß und was soll das denn eigentlich? Und du propagierst das auch noch, du bist safe rückfällig geworden und hör auf, das so zu verbreiten, was fällt dir eigentlich ein? Erstens, who are we to judge? Ja, und nur weil mir das keinen Spaß macht, heißt das nicht, dass das anderen keinen Spaß macht. Es gibt so viele Menschen, die leben das als Hobby aus, ja. Ist vielleicht nicht für jeden vorstellbar, aber soll es geben. Und dieses blinde Verurteilen, Hauptsache mal irgendwas dagegen gesagt und bis aufs letzte Übel nicht verstehen, dass Leute in ihrem Leben weiterkommen mental, das macht mich richtig sauer und das betrifft viele Bereiche. Und jetzt mal ganz blöd gesagt, auch was juckt es dich denn, wenn irgendeine Person in Berlin sitzt und einen Salat isst? Und es tut mir leid, es sagen zu müssen und dass ich gerade ein bisschen in Wallung komme deswegen. Aber dieser Gedanke wird uns allen nicht gefallen. Das hat sich geräumt. Aber es wird immer Menschen geben, die werden schlecht mit sich umgehen. Es wird immer Menschen geben, die gerade da reingeraten, während du auf dem Weg da raus bist. Und niemand hat was davon, wenn man sich an dieses Leid anpasst, wenn man das Leid anfängt, öffentlich zu shamen, weil, sorry, aber das heilt die Person halt auch nicht, wenn man sie dafür noch weghatet oder bodyshamed oder was weiß ich, ja. Hat noch niemandem was gebracht. Man kann der Person gerne privat schreiben, brauchst du Hilfe, willst du reden? Mir ist dies aufgefallen, ich kann natürlich, ich möchte dir nichts andichten, mir ist das aufgefallen, bei mir persönlich wäre das so und so. Sowas kann man ja meinetwegen sagen und sich die Sicht von der Person anhören, aber dann sollte man auch eine gewisse Ehrlichkeit und Glaubwürdigkeit an den Tag legen, dass man darüber auch bereit ist zu reden und dann auch bereit ist, das in seinem Kopf abzuhaken, wenn man sich Sorgen um eine Person macht, dann zu sagen, okay, die hat mir dazu jetzt was gesagt und jetzt ist es für mich auch fein, ja. Es heißt nicht, dass du nicht in deinem Leben irgendein Obst oder ein Gemüse mehr schlucken darfst, nur weil es vielleicht mal eine Zeit lang ein bisschen die falsche Verknüpfung hatte. Und das ist so ein Trugschluss in sich, weil diese Leute, die so sagen, ey, beweg dich nicht so viel, ja, wer hat denn jetzt das Problem mit gesunder Bewegung, wenn ich da mal nachfragen dürfte? Das sind übrigens alles plakative Beispiele, also das sind jetzt keine Fallbeispiele aus meiner letzten Woche, das ist jetzt einfach mal, was ich sonst so schon gelesen habe. Hat nicht eher die Person das Problem, die darauf so einen hohen Fokus hat? Und da einmal gab es eine Welle von, wieso hast du Kürbis in deine Nudeln gemacht? Und ich denke mir so, ist das euer Ernst? Also ist das jetzt wirklich der Punkt, über den wir diskutieren? Ist das jetzt das größte Problem gerade, was wir hier sehen, dass da Kürbis drin waren? Und mir persönlich ist es nicht mal aufgefallen, einfach weil es mich nicht juckt. Es ist mir egal, was Person XY isst. Ich muss es ja nicht essen. Und selbst wenn du 3 Pulver nicht reinkippst, ist mir egal. Ich muss es ja nicht machen. Ja. Allgemein gesprochen muss ich auch sagen, ich ersetze damit nichts. Ich schleppe das nicht mit in den Urlaub. Es ist für mich kein Ersatz für Süßigkeiten oder es ist allgemein für mich kein Ersatz. Es ist höchstens eine Ergänzung. Und ich habe auch nur ein einziges Anwendungsgebiet dafür. Also viel mehr mache ich damit tatsächlich auch nicht. Ich habe mir letztens jetzt neue Proben bestellt, weil ich mitreden will, falls mich jemand fragt, ja. Aber für mich persönlich gäbe es keinen Anlass, mir das aktiv zu verbieten, weil ich damit nie so diese ungesunde Connection hatte, wie das jetzt vielleicht bei anderen ist. Deswegen kann ich da auch nur auf mich schließen. Finde es deswegen auch immer so ein bisschen scheiße, wenn es gewisse Marken gibt, die sehr einseitig ihr Marketing betreiben. Und klar, es gibt Menschen, die haben verschiedene Bedürfnisse und für einen Mini-Bruchteil der Gesellschaft macht das mit Sicherheit auch Sinn, aber nicht für die breite Masse. Und es wird eben so verkauft, als ob jeder Mensch das bräuchte und als ob du blöd wärst gefühlt, wenn du das nicht in dich reinschütten würdest.
Ich muss aber sagen, also es fällt mir schwer zu glauben, wenn ich jetzt Accounts sehe, bei denen das ganze Verdauungssystem nur aus Pulver besteht, da irgendwie den Gefallen, also da vergeht es mir persönlich ein bisschen. Ich kann aber, wie gesagt, auch nur, ja, meine persönliche Sicht darauf. In meinem Gehirn ist da aber jetzt aber auch nicht so ein Riesenunterschied. Das sind für mich einfach süße Aufstriche. Ich sage jetzt nicht, der eine ist gesund und der andere ist nicht gesund. Genauso muss man auch sagen, Zero ist nicht immer gleich Zero. Erstmal als Randnotiz. Ich finde, das ist fast schon so ein richtiges Zündwort, wenn man das irgendwo rein, wenn Leute das wo sehen, da gibt es so diesen einen Trakt, aber zu dem komme ich gleich, der dann so völlig frei dreht, ja. Und der andere, der einfach differenziert das betrachten kann, aber Ziert- oder Leitprodukte meinen ja nicht immer direkt Leid. Also das ist halt auch das, was noch niemand mal gesehen hat, dass das ja oft einfach Marketing ist. Was sagen zu meinem persönlichen Konsum von Proteinprodukten und meiner Haltung dazu? Allgemein finde ich, ist das nicht schwarz und weiß. Für manche Menschen ist das ja ein Riesentrigger. Ich persönlich hatte damit nie so ein Riesending. Trotzdem die Vorstellung schwierig, wenn ich einen Account sehe, wo das ganze Verdauungssystem aus Pulvern besteht. Da habe ich Schwierigkeiten mit. Einfach das, also es wäre auf meine Realität nicht anwendbar. Es ist auch auf meine Realität nicht anwendbar, ein Pulver mit Pulver und Wasser zu mischen und dann zu sagen, das ist jetzt ein Schokoaufstrich deiner Wahl. Ist für mich einfach, ist nicht mein Ding, ist nicht meine Realität. Ich finde auch, das ist kein Ersatz für eine Süßigkeit oder so. Ich finde, das kann man einfach nicht ersetzen. Für mich ist ein Proteinriegel wie ein Müsliriegel. Für mich ist ein Proteinpulver. Ich trinke keine Shakes. Ich schleppe das nicht mit in den Urlaub. Um jetzt aber auch mal das Kind beim Namen zu nennen, ich kaufe ja auch sehr, sehr gerne in einem gewissen Online-Shop ein, in dem es verschiedene Produkte gibt. Und es gibt Produkte für Fitnesszwecke, es gibt Produkte für ganz normale Zwecke. Ja. Und solange es bei dem Online-Shop meines Vertrauens meine geliebten American Cookies jetzt wieder gibt, meine Lieblingskleidung, die ich übrigens auch gerade anhabe, will es ja keine Werbung werden, solange es diese Sachen dort gibt und es dort Sachen gibt, die für meine Bedürfnisse richtig sind und ja wirklich eine unglaublich breite Vielfalt, dann ist das für mich genauso, wie wenn ich jetzt den Müller betrete. Da gibt es auch für alle Bedürfnisse alle Produkte. Und dann zu sagen, ja, aber das ist aber das eine nur, das ist einfach faktisch falsch. Also das stimmt einfach nicht. Das kann man vielleicht über eine andere Marke behaupten, die sich wirklich nur auf eine Sache spezialisiert haben und auf eine Zielgruppe, um diese zufriedenzustellen, die zum Beispiel das Ziel haben, abzunehmen. Und ja, das soll es geben. Und ja, das darf es auch geben in gesundem Kontext. Es gibt Menschen, für die ist es gesundheitlich förderlich. Ich glaube zwar, vielleicht jetzt nicht die meisten von uns, aber es gibt das in Deutschland durchaus. Und das halt auch immer pauschal zu verteufeln, ist halt auch so ein Ding, weil genauso wie Leute mit Untergewicht zu kämpfen haben, haben auch Leute mit Übergewicht zu kämpfen. Und da ist es für beide Parteien gesund, unterschiedliche Dinge zu tun. Und wenn es dann Online-Shops gibt, die beide Bedürfnisse zufriedenstellen, dann ist doch gut. Und wenn es Online-Shops gibt, die nur ein Bedürfnis zufriedenstellen, ist auch in Ordnung. Aber dann, da muss ich jetzt noch aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe letztens eine Kooperationsanfrage bekommen von einer Marke. Ich darf sie ja logischerweise jetzt gerade nicht beim Namen nennen, aber vielleicht kann sich der ein oder andere auch denken, weil man merkt ja, über was ich gerade rede. Und das ist eine Marke, die kennt jeder von uns. Das ist, ja, die war häufiger in der Kritik in letzter Zeit. So mit ein Grund, warum ich mich damit niemals anfreunden könnte. Also generell, ich denke, man merkt es ja, ich habe, dass bei mir eigentlich nur Zusammenarbeiten Platz finden, die auch mit mir in meinem Gedächtnis zusammenarbeiten können und nicht einfach alle 2 Tage irgendwas anderes und irgendwas anderes, wo ich selbst gar keine Ahnung habe, was das ist und ob es so gut ist. Ich empfehle immer nur Sachen, die ich auch Freunden empfehle, also low-key halt wirklich. Ah, und da musste ich tatsächlich ziemlich schmunzeln, weil die Mail lautete folgendermaßen. Ich lese das so und ich dachte mir so, nein, ihr habt euch nicht mit meinem Content beschäftigt, weil sonst wüsstet ihr, dass ich mich dafür nicht begeistern könnte. Und bestimmt kann sich jeder denken, um was es geht. Und ich finde es so funny, ehrlich gesagt. Das ist was, das könnte ich nicht mit mir vereinbaren. Und das leuchtet mir auch total ein, weil das ist nicht meine Philosophie und dann hat es für mich auch keinen Wert. Aber ich glaube, da ist es halt wirklich wichtig, das so differenziert zu sehen und nicht zu sagen, okay, so bei dem, dann natürlich, das wäre ultra sass, aber das ist ja ein ganz anderes Ding. Ja, das muss sagen, das hat auch gar nicht so einen Riesenbestandteil in meinem Alltag, so Fitnesslebensmittel. Deswegen sehe ich für mich persönlich da einfach nicht den Anlass, mir das aktiv zu verbieten, weil, keine Ahnung, es wäre dann halt ein aktives Verbot und das ist halt irgendwie bei einem restriktiven auch komisch. Aber auch da kommt es voll individuell drauf an. Also man sollte sich dahinter jetzt auch nicht verstecken und sagen, ja, nee, ich würde es mir ja dann verbieten. Wenn du wirklich Bock darauf hast, ist es halt mal. Aber ich sehe das oft so, dieses Daily-Bärchen und so. Und ich denke mir so, boah, du kannst es doch nicht so romantisieren und euphemisieren gefühlt. So, ich finde, das ist so eine schmale Grenze und das ist, glaube ich, auch das Problem an dieser Recovery-Bubble und dieser toxischen Fitness-Bubble, dass das zu früh und an den falschen Stellen überlappt. Und dazu will ich gleich noch mehr was sagen.
Davor will ich aber noch zu dem Punkt kommen, dass man ja dann oft so denkt, ja, aber Sport ist doch gesund, man sollte doch Sport machen und auch um zum Körper zurückzufinden und sowas. Ja, auf jeden Fall ist es hilfreich, ab einem gewissen Punkt Sport zu machen. Und das ist auch das, was dieses eine Lager nicht sehen möchte. Mir fiel es auch eine Zeit wirklich schwer zu glauben, dass es Leute gibt, die tatsächlich Sport aus Spaß machen, einfach weil es für mich persönlich keinen Spaß dargestellt hat. Und ich dann immer so dachte, ja, nein, das kann nicht sein, dass Leute das just for fun machen, das geht einfach nicht. Trotzdem, ab einem gewissen Punkt kann es natürlich förderlich sein, um eine Beziehung zum Körper wieder aufzubauen und sich ein bisschen mehr wieder so zu finden, einfach auch Sport zu finden und zu wissen, okay, hey, was kann ich alles? Ich war klettern mal im Sommer und ich fand das unfassbar geil, was man eigentlich alles so machen kann. Und der Körper macht schon viel für einen und so, aber nicht für jeden Menschen in jeder Lebenslage ist Sport gesund. Und wenn du gerade ganz andere Sachen in deinem Körper zu tun hast, dann ist das nicht die richtige Möglichkeit, sich da ins nächste Ding reinzustürzen. Und oft fehlt die Motivation auch, weil man einfach keine Energie dafür hat. Und auch mentale Prozesse verbrauchen sehr viel Energie. Das will ich selbst manchmal auch nicht so wahrhaben, weil ich mir so denke, hä, ich habe doch gar nichts gemacht. Aber viele Sachen merkt man ja auch gar nicht. Auch so Thema Kalorienzählen. Was ist, wenn dein Körper gerade irgendwie das Immunsystem voll auf Hochtouren arbeitet und deswegen halt einfach mehr braucht? Oder es draußen 3 Grad kühler ist und der Körper mehr die Temperatur so ausgleicht und sowas. Das sind alles Sachen, das sehen die Tracker nicht. Und das deswegen kann man auch nicht sagen, das muss jeden Tag gleich sein, weil vielleicht hat der Bäcker heute auch mal ein bisschen was verändert an seinem Käsekuchen oder was weiß ich, ja. Nicht, man versucht da so rechnerisch in die Natur einzugreifen und verlieren dabei halt einfach so die Connection, die eigentlich mal da war. Und das ist unfassbar schade, dass man am Ende mehr auf irgendwelche Zahlen vertraut, anstatt auf die eigene Intuition und den eigenen Körper, der das über so viele Jahrhunderte mehr oder minder gut geschafft hat, uns bis in dieses Jahrhundert zu bringen und uns so weiterzuentwickeln, bevor man sich dann vergleicht mit anderen und sich denkt, wie kann ich mich da jetzt am besten anpassen? Aber der macht so viel Sport, der macht dies, der macht das. Vielleicht mal kurz einen Augenblick durchatmen und überlegen, warum der Fokus darauf so stark ist, was andere machen. Also wieso interessiert mich das so sehr, was die anderen in ihrem Sport- und Ernährungspensum ausleben und was ist daran so spannend für mich und ist es vielleicht nicht besser, da mal einen Gang runterzufahren und ein bisschen mehr auf sich zu schauen und die eigenen Bedürfnisse anzugucken, weil manchmal lebt man ja sogar so mit jemandem zusammen, der vielleicht einfach an einem anderen Punkt im Leben steht. Und sich damit zu vergleichen, macht halt gar keinen Sinn, weil man selbst gerade wahrscheinlich ganz andere Baustellen hat, anstatt jetzt sich das perfekte Sportkalkül auszudenken. Man denkt immer so, Maßnahme, und bei mir funktioniert es schon irgendwie anders. Ja, wenn dein Problem damit so gering ist, dann kannst du ja locker mal so eine Pause machen und so. Ich will nicht, dass das so provokant ist, aber im Prinzip genau das sind halt so die Gedanken, die man sich mal darüber machen sollte. Und ich kann nicht alle Gedanken mir für dich machen. Ich kann versuchen, dir ein paar Gedanken zu nehmen, die du nicht unbedingt brauchst. Aber machen müssen wir am Ende immer alle schwere Schritte alleine, beziehungsweise selbst. Und das, was uns am meisten Angst macht, wird uns die meiste Freiheit geben. Und ich kann sagen, es lebt sich deutlich entspannter, wenn man nicht diese ganzen Zwänge hat und nicht unter dieser Prämisse ständig leben muss. Und nichts ist schwarz und weiß. Ich habe versucht, jetzt mal so ein bisschen meine Sicht deutlich zu machen. Aber ich glaube, das ist wirklich wichtig zu betonen, dass eben nichts schwarz und weiß ist und man nicht einfach immer so blind und innerhalb von Millisekunden alles verurteilen sollte. Natürlich kann man machen, wenn es einem Spaß macht, sich so viel mit anderen zu beschäftigen. Den Sinn können wir alle hinterfragen, ob das einen dann wirklich voranbringt, sich an das Leid anderer anzupassen, sich so sehr an anderen aufzugeilen oder sie bis zum Ende zu verurteilen, ja, bis niemand mehr weiter weiß. Das ist halt einfach so ein Ding. Und das gesellschaftliche Problem, was ich dahinter sehe, sind einfach diese Extremen. Ich glaube immer so, alles, was sehr extrem ist, ist einfach vielleicht nicht so gut oder auf die wenigsten Menschen dann am Ende auch anwendbar. Und wenn ich jetzt als junger Mensch komme und ich will mich informieren und ich sehe dann nur, ich meine, diese eine Seite dominiert halt definitiv in den sozialen Medien, dann ist das halt einfach ein bisschen blöd gelaufen, ja. Und wie man halt dagegen ankommt, ist, indem man sich halt immer wieder davon differenziert und auch mal wieder in der Realität ankommt und in der eigenen Realität vor allem ankommt. Und es wäre nett, wenn dieses gegenseitige Verurteilen in allen Bereichen sich ein bisschen zurückschrauben würde. Da habe ich aber echt noch Hoffnung. Und ich glaube, hier in der Bubble sind auch alle eigentlich cool miteinander. Ich habe das hier zum Glück noch nicht so groß miterlebt. Nur es geht ja auch super schnell, dass Sachen mal in falsche Kreise rutschen. Ja. Selbst, dass man sagt, okay, das ist vielleicht jetzt gerade ein Problem, aber das heißt nicht, dass das nächstes Jahr immer noch ein Problem für mich sein muss. Und wenn ich überlege, mit was für einem Mindset ich manchmal Sachen mir rausgesucht habe und bestellt habe, das ist ganz anders als jetzt. Und das ist, glaube ich, auch super schön, das dann so zu erkennen und es dann auch wieder für sich mehr nutzen zu können, weil man es einfach mehr genießt. Ich meine, es ist ja mein eigenes Glück, was ich bestelle und was ich nicht bestelle. Natürlich, damit habe ich mir eine Riesenfreude gemacht, ja. Die einzige, die das irgendwie interessiert, ist meine Stimme im Kopf, die ich da nicht brauche.
Und es liegt ja dann aber irgendwo an mir. Und wenn ich jetzt aber sage, okay, ich möchte jetzt aber das bestellen und vielleicht würde Person X das nicht bestellen, weil es ihr einfach ungesunde Verknüpfungen und Gedanken gibt, dann ist auch das in Ordnung. Und das schätze ich halt dann an gewissen Marken einfach, dass sie so eine gewisse Offenheit einfach mitbringen für alle und nicht das eine verteufeln oder das andere. Da kommt ja auch die Weihnachtszeit, da dreht ja alles auch sehr, sehr frei. Also da gibt es ja viele Struggle rund um die ganze Ernährung, ja, was man sich jetzt wieder aufsparen muss und was ich dann nächstes Jahr mache. Und oh, ich habe Angst, dass ich das nicht genießen kann. Same, Bruder, ich mache mir auch noch Gedanken, ja. Aber immer weniger. Also ich weiß, letztes Jahr war ich im November schon intensivst damit beschäftigt. Ich sitze hier gerade so im Schnitt und ich könnte noch 100.000 Randnotizen immer bringen, weil ich habe jetzt nicht so viel geschnitten, absichtlich, weil ich das ganz gerne mag, wenn man dann so das volle Ding noch irgendwo sieht, aber zu dem Weihnachten. Was mich so stört, das habe ich auch in meinem letzten Recovery Talk angesprochen gehabt, da als ich Zimtschnecken gebacken hatte, das ist bei mir so dieses Ding und ich denke, das können viele Leute nachvollziehen, die vielleicht auch, ich habe ja so über diese Later Stages gesprochen, habe ich selbst so genannt, weil mir ist kein Begriff dazu eingefallen, aber dieses, ich mache mir zwar Gedanken darum, hat es mich bisher nicht viel tangiert, aber wenn ich dann in der Situation bin, dass ich mir manchmal um gewisse Dinge Gedanken mache, die ich irgendwie abends oder so mache, obwohl ich ganz genau weiß, dass ich sie ganz normal machen werde und da nicht auf die Stimme höre, zum Beispiel war ich letztens abends auch irgendwann so, keine Ahnung, 9:30 war ich beim Flammkuchen-Dinner, Flammkuchen und Wein, war cool, aber ich habe mir vorher Gedanken darum gemacht, oh, wie wird das wohl, und es war mega schön und es ist jedes Mal so und ich denke mir so, kann mein Kopf das nicht irgendwann mal lernen? Aber das vielleicht noch als kurze Randnotiz, vielleicht kann das jemand nachvollziehen. Dann kann ich das letzte Video nochmal sehr empfehlen, da habe ich da ein bisschen intensiver drüber gesprochen. Nur das war mir jetzt kurz wichtig, weil das klang gerade so ein bisschen überdramatisch, dass ich jetzt schon hier sitze und mir wieder so Gedanken mache. So war es die letzten Jahre, aber ich glaube dieses Jahr ist es ein bisschen, ich merke da eine kleine Veränderung. Dazu habe ich auch noch viel zu sagen und ich glaube, das könnte sehr heilsam für den einen oder anderen sein, der da immer so ein bisschen die Struggle erlebt. Sag mir gerne Bescheid, falls du weitere Themenwünsche hast. Ich habe jetzt mein geliebtes Thema Recovery-Accounts. Ich habe schon mal ein Video dazu gemacht und ich sage es eigentlich auch immer wieder, was ich für ein Riesenproblem damit habe. Ich kann mich mit dieser Schublade nicht so wirklich identifizieren, weil meine Ansichten meistens ein bisschen anders davon sind. Und diese toxische Bubble oder diese toxischen Accounts in der Bubble merken nicht, dass sie das eigentliche Problem sind und eigentlicher Teil des Problems in dem Moment, wo dieser Hate eben dann so seine Kreise zieht und so. Das macht einfach keinen Sinn, diese gegenseitige Verurteilung, weil ich habe es vorhin schon gesagt. Vielleicht sollte man eher mal reflektieren, warum der Fokus darauf so hoch ist, den man da hat. Das Problem ist, dass eben diese Bubbles einfach zu schnell und an den falschen Stellen überlappen und dann sich so gegenseitig immer so antriggern und das ist einfach ein bisschen, das ist blöd gelaufen, einfach, dass sie so eng beieinander sind, aber halt eigentlich gar nicht viel miteinander zu tun haben sollten. Die traurige Nachricht ist natürlich, ich kann den Weg nicht für dich gehen. Das muss jeder für sich rausfinden. Ich kann jetzt jedem hier das Ohr abquatschen, aber am Ende müssen wir alle den Weg selbst gehen. Musste ich auch. Ich habe auch immer gedacht, ja, laber nicht, kriege ich schon irgendwie so hin. Nee, durch muss man trotzdem und zum Handeln muss man trotzdem kommen. Und Vergleiche gehen meistens ja nur in eine Richtung, was auch ein bisschen blöd ist, weil man immer nur die eine Seite sieht und sich dann mit der vergleicht und vielleicht lebst du auch mit wem zusammen, der es dir nicht unbedingt leicht macht, aber deine Realität und deine Bedürfnisse stillen sich nicht dadurch, dass du mehr auf die Bedürfnisse von anderen achtest. Hat man auch immer schnell den Gedanken so, ja, bei allen anderen funktioniert das, aber bei mir nicht. Und mir hatte auch jemand geschrieben, dass sie Angst hat, dass sie dann so unförmig wird, jetzt mal ganz oberflächlich gesprochen, ja. Erstens, das ist nicht alles im Leben, ja. Was bringt es dir, ungesund zu sein, aber vielleicht förmig? Und sagt, ich habe über ein Jahr Sportpause gemacht, ich bin in der Zeit auch jetzt nicht wie ein Hefeteig aufgegangen. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Erkenntnis, die jeder aber für sich auch sammeln muss, weil diese Angst baut sich auch logischerweise nur ab, indem man es probiert. Und ich habe Stunden Podcast-Material, ich habe Stunden diese Videotalks. Und natürlich, das kann man sich alles geben und kann sich denken, ach, das ist aber schön, dass es bei dir so funktioniert hat. Bei mir wird das nicht so sein, dachte ich natürlich auch. Denkt jeder. Jeder denkt, man ist die Ausnahme. Frage ich mich auch, woher dieses Podestdenken kommt, aber gut. Nur in dem Moment, wo man eben den Weg geht und mal diese Ängste vor Schritt 3 und 4 ein bisschen nach hinten anstellt und sich mehr auf Schritt 1 konzentriert, da passieren sehr, sehr gute Sachen, glaube ich. Ich glaube, das ist so die Krux bei der Sache, dass man selbst individuell entscheiden sollte, was tut mir jetzt gerade gut. Und wenn es dann eben einen Online-Shop nicht hergibt, dass es da Dinge für meine Bedürfnisse gibt, dann ist das so. Wenn es aber Sachen gibt, auf die muss ich ja nicht zurückgreifen, das ist ja keine Pflicht, nur weil ein Online-Shop jetzt irgendwie gesunden Sachen noch verkauft, die dieser Fitnessbubble entsprechen, muss ich darauf ja nicht zurückgreifen, wenn ich keinen Bock darauf habe. Ich hoffe, dass ich mich nicht missverständlich ausgedrückt habe und irgendwie falsch verstanden und gejudged werde. Das ist mein persönlicher Horror davor. Aber ich glaube, so sind wir ja alle nicht drauf. Ich glaube, wir sind ja alle liebe Mäuse. Und deswegen, ja, mach's gut, ne? Bis zum nächsten Mal.